Freunde, heute ist der 1000. Vlog und für den 1000. Vlog machen wir 1000 kranke Dinge, die alle was mit der 1000 zu tun haben. Und wie wir hier hingekommen sind, das seht ihr jetzt. Ah! So sehen 8000 Enten aus. Ja, wir haben lieber 8000 geholt, weil wir dachten, 1000 ist ein bisschen zu wenig. Die ganze Waage ist voller Enten. Ich krieg die Karton nicht mal raus. Ich muss gerade 4 Stunden fahren, um das abzuholen. Ich krieg's nicht raus. Das wird nämlich ein kleiner Prank. Der Hauseigentümer weiß nämlich nichts davon, dass wir das hier machen. Ich habe immer gedacht, wir machen ein kleines Video. Wir wollen einen kleinen Dreh. Yo, Bro, ist ja ultra geil, wenn wir am Mittwoch. Ich habe da so ein kleines Video geplant, wenn ich da bei dir drehen könnte. Es wird jetzt auch nichts kaputt gehen oder nichts. Das wird nicht schlimm sein. Das wird nur ein kurzer Dreh sein. Oh, schau hier rein. Ich würde sagen, wir werden jetzt den ganzen Garten damit voll machen. Wir sind auch mit am Start. Das sind noch nicht alle, die wir haben. Wir haben noch davon 15 weitere Schubkarren. Rein damit! Hab eine kleine Lipo, Junge. Nimm mal an, nimm mal an. Oh Gott. Wie geht's? Wie ist es so? Boah, ist geil, Digga. Für den 1000. Vlog habe ich auch noch 1000 Kilogramm TNT geholt. Und ich würde sagen, guck mal, was passiert, wenn wir das jetzt explodieren lassen. Warte, 1, 2, 1, go! Oh Gott. Leute, so sehen 1000 Enten aus, meine Freunde. Leute, wir werden jetzt diese ganzen Enten in das Trampolin befördern. Und vom Trampolin werden wir es dann in den Pool befördern. Was geht ab? Tricks and Rick ist jetzt auch noch dabei. Macht die Runde fertig, go! Wer hat das Licht ausgemacht? Nein! 1, 2, 3! Das reicht doch lange nicht, Freunde. Letzter Karton, Digga. Das war's, Digga. 8000 Enten. Was? Let's go. Flash, du musst das erstmal testen. Wie ist es denn? Wir sitzen da einfach so. Flash, was? Wie findest du es, hä? Ja, und das komischste Leben, was es auf der ganzen Welt gibt. Wie machen wir den jetzt wieder raus? Flash, wie kriegen wir den wieder raus? Da habe ich nicht drüber nachgedacht. Levin, was hast du da vor? An für den 8000 Enten reinzuspringen. Oh mein Gott, das wird so schief. Das wird so schief gehen, Digga. Kann ich? Ja! Oh mein Gott, ich hab Angst! Let's go! Stopp, du sprichst zusammen, du sprichst zusammen. Ist das toll, da drin zu sein. Mega, Digga. Ein Entenengel. Wir waren Entenengel, Junge. Wir waren Entenengel. Ja! 1000 Enten in einem Trampolin. Schritt 1 wäre also getan. Jetzt sind sie bereit, um in diesen Pool zu fallen. Und davor machen wir noch andere 1000 kranke Dinge. Und da wir den 1000 Block drehen, habe ich eine 1000 Euro teure Torte bestellt. Das ist eine echte Torte. Und mit diesem wunderschönen Design. Oh Junge, er kostet. Ich merke das nach 1000 Tagen Schweiß, die ich in diese Videos reingesteckt habe. Aber da fehlt noch was. Die Kerze. Okay, wir brauchen noch 1000 Kerzen. Natürlich habe ich 1000 Kerzen besorgt. Ich würde sagen, let's go. Was hältst du davon? Ich weiß noch nicht. Ihm gehört außerdem das Haus. Und wenn er wüsste, dass gleich dein ganzer Pool noch mit Enten geflutet wird, auch noch einiges schief gehen wird. Eieiei. Es wird jetzt auch nichts kaputt gehen. Leute, wir zünden das an. Let's go! Ich hab bei Galileo gesehen, dass es eine Stichflamme geben kann. Und Galileo hat immer recht. Ist natürlich alles hier von Profis abgesichert, macht das nicht zu Hause nach. Das ist aber eine riesige Stichflamme, du. Nein, das ist keine Stichflamme. Das ist doch geil. Der Mensch ist doch mega. Ja, wenn sie brennt, Bruder, 10 von 10. Warte, kann ich jetzt hier an? 2, 1, let's go! Oh. Verbrennt doch nicht den Kuchen, Alter! Ich will sie doch essen! Ja! Let's go! 1000 der Block, Freunde! 1000 Kerzen! Ist das geil! Let's go! 1000 der Block, Freunde! Das sieht so geil aus! Das sieht so unrealistisch aus! Hör mal! Oh, das hält mir schon! Freunde, ich werde gerade emotional. Es ist so ein schöner Moment gerade, wirklich. Geisteskrank. Geisteskrank. Vielen Dank für Supporten seit 1000 Videos, 1000 Vlogs. Vielen, vielen Dank, dass ihr mittlerweile seit über 6 Jahren jeden Tag mein Leben begleitet und ich auf diese kranke Reise mit euch gehen durfte. Das ist wirklich geisteskrank. Das habe ich gerade erst gecheckt, dass es einfach 6 Jahre sind. Vielen, vielen Dank, dass ihr seit mittlerweile 5 Jahren. Was alles vor 6 Jahren in meinem Kinderzimmer angefangen hat, ist mit einer dummen Idee. Es ist einfach so groß geworden. Es ist wirklich einfach nur gestört. Danke an jeden Einzelnen, der jeden Freitag hier einschaltet. Wir sind eine richtig kranke Community geworden. Klar steht mein Name hier auf dem Kanal, aber eigentlich gehört der Kanal hier uns allen zusammen. Nur wegen euch kann ich diese ganze kranke Scheiße überhaupt machen. Und ich habe noch so viel mehr vor. Das ist gerade erst der Anfang. Ich weine gleich. Ich weine. Leute, wenn ihr das 1000 Videos noch nicht abonniert habt, dann jetzt! Jetzt, Junge, jetzt! Ich kann nicht mehr atmen. Ich kann nicht mehr atmen. Jo! Hol mal die Bottle ran, Alter! Yeah, Mann. Jetzt kommt der Moment der Trauer. Jetzt ist es traurig. Jetzt wird emotional. Die letzte geht aus.
weiter geht's mit der nächsten Aktion. Let's go. So, Freunde, nehmt euch alle ein Stück. Ich fühle mich wie auf so einem Kindergeburtstag wie damals. Einfach nur toll. Geil. Nur, dass damals keine Freunde von mir gekommen sind. Wir sind doch da. Wir sind doch da. Danke, danke euch. Aber nur für den Kuchen, Digga. Das hat sich nichts geändert. Doch bevor es jetzt zum großen Finale geht. Sieht aber richtig geil aus, Alter. Haben wir noch eine sehr kranke Aktion. Hinter mir stehen 1000 Helgam-Dosen. Das ist wirklich 1000 Stück, das ist geisteskrank. Insgesamt über 2500 Euro Warenwert. Und eine Person wird das bekommen. Wir haben ein Gewinnspiel auf Instagram gemacht. Falls ihr noch nicht auf Instagram folgt, macht das jetzt schnell. Denn da kommt öfter mal sowas. Folgt @helgam und @heymoritz. Denn da kommen öfter mal so Gewinnspiele. Und diesmal haben wir wieder eins gemacht. Und wir haben einen glücklichen Gewinner gefunden. Und dem werden wir jetzt 1000 Helgam liefern. Alleine die gestern hier aufzubauen, Junge. Es war geisteskrank. 1000 Helgam an einen Zuschauer. Let's go. Das Auto ist komplett vollgepackt. Bis zum Ende. Fahren los. Wieso bin ich immer so aufgeregt bei solchen Sachen, Digga? Oh, ich muss auch immer kacken dann. Was ist das? Bevor wir sind an der falschen Haustür. Moin! Hi! Ja, bist du Miale? Ja. Was geht ab? Du hast aus Helgams gewonnen. Ja, ich habe mich richtig gefreut. Was geht, Digga? Komm mit, komm mal raus. Komm mit, ich zeig dir deinen Gewinn. 1000 Helgam, Junge. Was machst du damit? Ich glaube, selber essen. Du willst sie alle komplett selber essen? Ja. Junge, geil. Ja. Ey, du kannst ja eigentlich deinen eigenen Laden jetzt aufmachen, ja? Du hast so einen kleinen Kiosk aufmachen. Ja, also ich glaube, ich werde dieselbe essen mit ein paar Freunden. Ja, ich habe mir ausgerechnet, wenn ich jeden Tag einen Helgam essen würde, würde ich, bis ich 109 Jahre alt werde. Wirklich? Ja. Was? Ja, ich glaube schon, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Das war's mit 1000 Dosen, ist einfach jetzt weg, ne? Hätte auch gerne gehabt. Ich habe auch bei mir keine mehr zu Hause. Ihr kauft ja wie verrückt weg, das heißt, ich kann eigentlich nie für mich selber welche zu Hause haben. Ich komme einfach bei ihm vorbei, wenn ich mich brauche. Okay, und nun noch 1000 Kerzen, eine 1000 Euro teure Torte, 1000 Helgam, 1000 Enden im Trampolin, 1000 Kilo Dynamit, ist natürlich echtes Dynamit. Und 1000 Dank an euch, geht es jetzt los mit dem großen Finale. Und jetzt wird's komplett, jetzt wird das Video Eskalation. Okay, Freunde, 1000 Enten in diesem Pool. Seid ihr bereit? 3, 2, 1, go! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja! 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 Junge, ist das krass! Junge, ist das krass! Was? Der ist jetzt schon voll und wir haben noch die Hälfte drin, Alter. Was machen wir? Das Trampolin ist zerbrochen. Dort Julienko und Bibi hier mit eurem Pool, Alter. Könnt ihr einpacken? Ist das geil. Mir Pool sieht man nicht mal, dass es ein Pool ist, Alter. Digga, erschlägt man nicht da, wenn man jetzt reinspringt, Digga. Dann kann man da rein. Der kann man echt drüber laufen, Digga. Guck mal. Der Pool war voller Enten, aber so voll, dass sich einfach keiner mehr getraut hat reinzugehen. Und es war außerdem auch arschkalt. Es war einfach Minus gerade. Perfekt. Ich kann nicht, Digga. Warte, Digga, warum muss ich auch, Digga? Ich will nicht auch, Digga. Springt man nicht bei mir in den Heeren. Oh, ich würde jetzt gerne springen. Ist das Arsch? Was, Digga, springen. Kann ich? Go! Go! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich will es nicht. Ich hasse ihn. Spring rein. Was ich aber da nicht wusste, ist, dass jetzt noch die größte Eskalation bevorsteht. Aber lass uns eine Pfanne machen. Nee, ich kann nicht nochmal rein. Doch, du musst rein. Ich kann nicht nochmal rein. Oh, Photoshop. Dann schau jetzt. Ich Photoshop das, Digga. Ich dachte nur so ein bisschen. Dann schau jetzt. Das ist eh schon nass. Digga, Johannes, du weißt nicht, wie schlimm das ist. Das sind 2, 3 Fotos. Und das hat uns dann sehr aufgeregt. Los, wir nehmen ihn. Das wird jetzt auch nichts kaputt gehen oder nicht? Das wird nicht schlimm sein. Ich scheiße als Moritz! Meine Dusche! Digga, die Dusche! Digga. Der Mann hat einfach die Dusche zerstört, Digga. Perfekt, Digga. Das war nicht so geplant. Das wird nicht schlimm sein. Das wird nur ein kurzer Dreh sein. Er hat einfach die Dusche entankert. Die Dusche einfach entankert, Digga. Ja, ist ja ausgelassen. Ich habe ihn noch nie so wütend gesehen, wirklich. Er hat so wütend. Schau ihn ja an. Vielen Dank auf jeden Fall an darkshop.de, dass sie uns diese ganzen Enten hier kostenlos zur Verfügung gestellt haben. Die sind auch ziemlich süß, muss ich sagen. Also vielleicht auch in der Badewanne. Dann schaut auf jeden Fall vorbei und lasst auf jeden Fall Liebe bei denen da. Wo ist denn dein Tesla? Ja. Frag ihn doch mal, wo der Tesla ist. Wo ist der Tesla? Der ist in der Werkstatt. Die kommt jetzt zerstört, der Weg. Oh, Bro, warte, du darfst nicht so schnell gehen, Bruder.
Oder bitte, bitte, ich alles komplett ernst. Was ist passiert? Mein Handy ist weg. Nein, nein, aber. Ja, aber Galileo, Digga. Da kam Jumbo Schreiner, hat den Kuchen gegessen. Jumbo hat gegessen, Alter. Ey, wie geil. Tut mir wirklich leid, Bruder. Tut mir leid, Digga, wirklich. Ich hätte nicht gedacht, dass es solche Ausmaße hat. Ich glaube, ich kriege wenigstens eine schönere Dusche. Du kannst eine schöne Dusche aussuchen. Eine richtig schöne mit, wie heißt es, mit Regenfunktionen, allem drum und dran. Oh, schön, danke.